Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Rover Mechanic Simulator hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns auf dem Mars und vor uns schwebt quasi das Gehäuse von dem Rover. Meine, es ist Opportunity. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir schauen mal kurz nach. Spirit. Ah, na toll. So, gut. Also, wir haben jetzt ein paar Bauteile, die wir erstmal reinigen müssen. Die haben wir ja alle abgebaut dort von der Sonde. Und da werden wir natürlich ein bisschen was tun hier. Solarmodul F. Also andere Maustaste drücken, um zu reinigen. Und dann putzen wir hier mal schnell das Solarfeld. Es ist natürlich komplett unnötig, dass ich den ganzen Rover dafür auseinandergebaut habe. Aber ich wollte ihn halt einmal komplett auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, so wie wir das auch mit Survivor gemacht haben. Gut, Opportunity Spirits sind natürlich von der gleichen... Nee, nicht D, E? Doch, war das nicht D zum Umdrehen? Ach, Shift D, ne? Ja, genau. Und deswegen... Huch, gut. Dann zurück. Säubern. Das Teil. Und dann ist ja auch erstmal Pause, denke ich mal, weil dann haben wir wirklich einmal alles gesehen. Irgendwie hatte ich schon wieder ein bisschen Bock auf Car Mechanic, muss ich ehrlich sagen, da mal reinzugucken. Jetzt gab es ja gerade das Chrysler DLC. Ja, muss ich mich mal. Vielleicht mache ich da mal ein paar Runden, da sehen wir das Chrysler DLC, mal wieder ein bisschen Autoschrauben. Ja, lange, lange her, wo wir das letzte Mal gemacht haben. Ah ja, okay. Oh. Ist ja auch schwerer zu erkennen, wo da noch Staub ist. Und auf den Verschraubungen, das ist sehr gut zu sehen. Aber hier auf diesem glänzenden Teil, da muss man schon... Ah ja, das war's dann. Okay. So, gut. Und dann haben wir jetzt Reparatur. Und jetzt sehen wir natürlich hier... Oh, das ist ein Teil, was wir nicht wissen, wie gut es aussieht. Dass wir hier an dem REM sozusagen dran müssen. Gibt es auch eine Band, die so heißt. So. Jetzt gibt es hier natürlich genau den, auch den Modus der Inspektion erstmal. Ne? Gucken wir erstmal rein und sehen, oh, der Deckel, der ist schon mal kaputt. Okay, na gut, dann brauchen wir den wohl neu. Jetzt will ich den ab, dann nehmen wir den mal ab. So, dreht sich das Ganze, okay. Schraub, 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 schraub. Und dann haben wir hier einmal den Deckel ab. Hui. Leiterplatte 3. Wie heißt alle? Leiterplatte Nummer 3? Warum haben die nun alle den gleichen Namen? Ach, schade. Das ist natürlich sehr schade. Aber gut, wir können ja jetzt erstmal gucken, ob da hier irgendeine von diesen Leiterplatten ist. Wahrscheinlich nicht kaputt, aber das sind wahrscheinlich erst die gleichen Leiterplatten, weil die alle Leiterplatte Nummer 3 heißen. Muss das gleiche Teil sein. Keins kaputt von, aber wir werden mal eins ausbauen. Jetzt habe ich zwei ausgebaut. Warum? Weiß ich nicht. So, jetzt möchte ich mir die ganz kurz mal angucken am... E-Tisch, da gucke ich mal, wie die Leiterplatte aussieht, ob die denn vielleicht eventuell verfluchte Ähnlichkeit hat mit den anderen Leiterplatten. Ah ja, doch, die sieht genauso aus wie die andere Leiterplatte. Da ist auch hier der Speicher drauf, Spule, Widerstand. Das ist ein Poti hier, ne? Das ist ja ein veränderbarer Widerstand. Hier kann man natürlich jetzt auch sozusagen einmal durchgucken, hier die Spulen. Was das, wie dies so geht, hier mal einen schönen Widerstand. 2000 Ohm, 0,25 Watt. Okay. Ich hätte gedacht, dass diese Tönnchen dort Kondensatoren sind, aber okay. So, hier haben wir Mikrochip, das ist jetzt der Mikrocontroller. Dann haben wir hier den Speicherchip. Und dann haben wir hier nochmal die CPU. Und da nochmal zwei Widerstände. Hm. Aber in den Tönnchen wäre ich echt bei Kondensatoren gewesen, muss ich ehrlich sagen. Na gut, okay, aber dann haben wir die Platine auch mal gesehen und haben auch noch mal eine uns angeguckt. So, dann gehen wir jetzt mal zu unserem 3D-Drucker und sagen mal, er soll uns mal hier einen wunderschönen Deckel wieder rausdrucken. Wir brauchen Bauteile. Bauteile hier. Den AEM. Deckel. Kappe. Die wäre in 30 Sekunden verfügbar. Sehr schön. Gut, das gefällt mir doch schon ausgesprochen gut. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn dann noch so für Teile dran? Wir können ja mal gucken, was das hier alles so ist. Was da so alles drin verbaut ist. Da ist ein Motor drin nochmal extra. Und hier haben wir Lagerbuchsen. Motor, Lagerbuchsen. Motor Z-Achse, okay. Gibt es noch einen anderen Motor? Nee. Hm, doch, Motordrehachse.
Okay, ah, ja, doch, nee, der ist auf der anderen Seite angebaut. Ja, das stimmt. Hier, da, Motor Drehachse und Motor Z-Achse. Motor Z ist dann nach außen fahren. Das müsste dann so ein, mit so einer Welle sein, dass er das dann hier rausschieben kann und der dreht das. Na ja, gut, okay. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Schere, ist aber irgendeine Klammer. Und hier haben wir dann noch Randbürsten und Schutz des Lagers. Okay. So, dann haben wir hier die A-Scan. So, die hat eine Klappe, die hat dann hier eine Linse, da eine Linse, das haben wir ja auch schon mal auseinandergebaut hier. Unter diesen Klappen ist hier, glaube ich, auch, das ist doch, glaube ich, auch eine Platine drunter versteckt, oder? Wir können ja mal eine abbauen. Können wir ja gleich wieder anbauen. Ich meine, dass da auch eine kleine Platine drunter versteckt ist. Ja. Hier haben wir Platine Nummer 5. Hier hat auch sehr viele kleine Tönnchen drauf. Da einen kleinen Speicher, Chip und so. Sehr schön. Oh, jetzt, nee, ausbauen wollte ich sie nicht. Das wollen wir jetzt nicht machen. So, okay, dann wissen wir auch, da ist eine kleine Elektronik dahinter. Sehr schön. Gut. Und was haben wir noch hier schön? Die Dinger, die kann man dann auch auseinandernehmen. Ist interessant. Das ist, glaube ich, auch neu mit den Motoren hier. Aha. Okay. Die Motoren, die kennen wir schon. Die Motoren kennen wir auch schon. Ach, und der ist jetzt so. Ah. Der PMA, da ist jetzt auch Einzelteile dran. Okay, was haben wir hier oben? Doch, das hatten wir schon. Filterdeckel, das kennen wir. Die Pencam, das kennen wir. Navicam, noch eine Navicam. Der Lichtfilter, dann hier die Pencam. Aber sonst ist hier eigentlich, glaube ich, auch nichts weiter drin verbaut, oder? Gucken wir von der anderen Seite. Drehen uns das mal ein bisschen zurecht hier. Nee. Das sind wirklich bloß die Kamerateile, die hier oben abbauen kannst. Und dann vermute ich einfach, dass hier jetzt auch so eine kleine Elektronikplatine hinterhängt. Wir gucken mal rein. So, da haben wir auch die Platine Nummer 5. Okay. Die kennen wir dann ja auch schon. Die haben wir dann auch schon mal gesehen. Okay, gut. Schön. Also das ist schon niedlich gemacht. Also wir haben sehr, sehr viele Einzelteile und sehr viele kleine Teile auch. Und werden jetzt dann die Reparatur uns natürlich dann jetzt von dem REM-Teil machen. Also der zentralen Recheneinheit. Hätte eigentlich, ja, ich hätte doch erwartet, dass da vielleicht eventuell unterschiedliche Platinen jetzt hier drin zu finden sind oder man noch mehr abschrauben kann. Also mehr geht ja hier jetzt nicht abzuschrauben, ne? Außer den Deckel und dann da drin die Platinen. Naja, ist aber schon okay. So, jetzt müssen wir uns wieder richtig rum hindrehen. Und dann werden wir jetzt hier die Platinen wieder einbauen. Und dann natürlich auch den Deckel davor schrauben oder die Kappe. So. Ordentlich festgesurrt, das Ding. Sehr schön. Gut. Dann geht's los. Dann bauen wir jetzt hier wieder alles an dem Kasten. Moment, muss ich auf die 2 drücken und dann geht das hier erstmal los. Ja. Gucken wir da an. Können wir erstmal das Beinchen wieder anbauen, den Bogie. Und dann hier jede Menge Schrauben. Ja. Schön ist es. So, Schräubchen alle drin. So, Stecker müssen wir jetzt noch dran stecken hier ans Gerät. So, schön befestigen. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite schön festschrauben, damit nichts abgeht bei der nächsten Rundfahrt, wenn er denn wieder auf dem Mars umherfährt und dann sehr Daten sammelt. Ich will, also, weil ich weiß gar nicht, ob ich. Würde ich freiwillig sagen, ich gehe auf den Mars? Irgendwie schon, glaube ich. Also ich meine, momentan leben wir eh in Quarantäne. Das ist ja jetzt so Marskolonie, Test die erste, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht ist es das auch so ein Gruppentest. Interessanterweise gibt es Berichte über vermehrt häusliche Gewalt, habe ich irgendwo gelesen. Beziehungsweise irgendein Oberbürgermeister oder Polizeichef hat davor gewarnt, dass es das geben könnte. Naja gut, weiß ich nicht, ob man jetzt in Quarantäne dazu neigt. Es ist auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, dass das für Beziehungen doch durchaus eine Belastung ist, wenn man sich mit mal 24/7 sieht und nicht die Möglichkeit hat, mal auszuweichen und da mal andere Sachen machen zu können. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber das ist natürlich auch, sag mal, ja, naja. Also ich würde mich jetzt, wenn ich jetzt so unbedingt jetzt 2 Wochen hier eingesperrt werden würde, ich hätte genügend zu tun und ich hätte genügend andere Sachen, Möglichkeiten. Vielleicht würde ich mich mal richtig ausschlafen. Das wäre ja auch mal nötig.
dass wir nicht immer so total übermüdet irgendwo hingehen. Also heute Morgen habe ich meine Kollegen gefragt, ob ich denn, was denn mit mir los sei. Ich würde so komplett fertig aussehen. Naja. Gut, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, da war alles noch ganz normal. Gut, ich bin heute mal nicht in Hemd und Sakko unterwegs gewesen, aber ansonsten war die nichts anders, ne? Also ich habe mir heute mal einen Hoodie angezogen. Kann man ja auch mal machen, oder? Geht doch auch. War jetzt so zur Temperaturlage, war das nicht ganz okay, würde ich sagen. Ich war auch spazieren in der Mittagspause und so. Läuft schon. So, dann machen wir den Motor davor, dann noch ein Radlager dran. So, dann Schrauben ins Radlager, das kennen wir ja schon, ne? Damit das immer auch fest ist, das Radlager. Ach ja. So, dann am Rad dran. Und jetzt machen wir einmal im Kreis, ne? Nicht nach Muster. Man muss ganz kurz die Taste loslassen, sonst geht's nicht. Also wenn man die Taste einfach nur so rüber oder nur rüber schiebt, ohne dass man sozusagen die Schraubentaste loslässt, dann geht's nicht. Ich fände jetzt interessant, also das wäre jetzt wirklich was, ne? Wenn jetzt zum Beispiel mal, ich meine, wir befinden uns ja hier wirklich im Early Access. Und im Early Access, also das ist wirklich ganz, ganz früh. Da bin Version 03 halt, ne? Ich glaube 0345 finde ich eigentlich auch ganz lustig als Bildname. 0815 wäre auch gut, aber naja, das ist was anderes. Oh, das werde ich beim nächsten Mal bei der nächsten Firma, da werde ich dann irgendwann mal eine 0815 machen, eine Version davon und dann die in den Test geben. Das ist die 0815 Version. Entschuldigung. Ja, sowas könnte mich amüsieren, das ist mein Humor, es tut mir leid. Das finde ich cool, eine 0815. Und dann machen wir eine 1234. Okay, naja, das ist lame. 0815 klingt besser. So. Da müssen wir natürlich dann auch einen ganz komischen Bug einbauen oder so. So, dann haben wir hier einen Motor. Ein Radlager. Diese Werbung, ne, die geht mir denn ja auch nicht aus dem Kopf. Hier kennt, also das war mal, glaube ich, mal eine Obi-Werbung oder irgendwas war das mal, wo einer einen Pömpel gekauft hat. Also Pömpel, wisst ihr, was das ist? Ich glaube, das habe ich schon x-mal erzählt in irgendwelchen anderen Let's Plays und anderen Folgen. Ach, das fällt mir immer wieder ein. Da sitzt halt eine Dame an der Kasse, so mit norddeutschem Akzent und, da kommt halt ein Kunde vorbei und stellt so einen Pömpel auf eine Glasplatte drauf, ne, neben der Kasse. So, sie piept diesen Dingsbums ab da, diesen Pömpel. Und sagt dann eben, ne, oh, ein Pömpel 8,50 oder so. Keine Ahnung, was sie für den Preis gesagt hat. Das weiß ich echt nicht mehr. So, dann nimmt er den Pömpel in die Hand und will ihn natürlich dann mitnehmen und macht dabei die Glasplatte kaputt. Dann tippt sie wieder in ihre Kasse, oh, eine Glasplatte, 8,90 oder sowas. Aber so richtig trocken halt, so richtig schön trocken, norddeutsch, so fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht muss ich mal Google durchsuchen. Vielleicht finde ich da irgendwo mal so eine ähnliche, oder vielleicht finde ich sogar die Werbung. Also das muss ich echt mal, da müssen wir echt mal, ich muss Google mal fragen. Google kann man bei sowas immer fragen. Google weiß alles. Google weiß auch, wo ich hingehe. Erschreckenderweise stellt es mir dann immer Fragen, wenn ich irgendwo war, wie es mir da gefallen hat. Ich dann immer sagen muss, ja, neulich war ich im, ist ja schon eine Weile her, ne, also war ich mit meinen Kollegen Mittagessen in einem hier ansässigen Restaurant, wo es Burger gibt. Naja, jedenfalls, ich bin nicht der große Freund von Pommes. Also Pommes frites, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist an mir vorbeigegangen, mache ich nicht. Nicht so sonderlich. Also es gibt Dinge, die mag ich, aber es gibt halt eben Dinge, die ich davon nicht so mag. Oder so. Und ich muss dann Hieber drauf haben, dann esse ich es auch. Also, ich bei der Bestellung, ne, gibt es ja immer zu dem Burger, gibt es ja meistens immer eine Schale Pommes dazu, ne? Dann hat man ja immer den, was weiß ich, seinen Cheeseburger und dann noch so ein Käfig Pommes dazu und dann alles lecker und alles toll. So, und ich zu ihm gesagt, ich sage, ich hätte gerne auch einen Burger, einen Cheeseburger und einen Dings hier, einen ganz normalen, aber beides ohne Pommes. Hm, sagt er dann. Ja, so, also ersten Burger schreibt er sich auf, ohne Pommes. Ich sage, ja, ohne Pommes. Zweiten Burger schreibt er sich auf, ohne Pommes. Ich sage, ja, ohne Pommes. Okay.
So. Also er die Burger sich alle aufgeschrieben, ohne Pommes, wunderbar, einwandfrei. Dann hat das, also das hat sehr lange auch gedauert damals, das Essen dort sozusagen zu bekommen. Und es hat auch nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als wenn der junge Herr, der die Bestellung entgegengenommen hat, so jetzt, sagen wir mal, Lust auf seinen Job hatte. Also der war so ein bisschen, also, puh. Also man hätte auch sagen können, der hat keinen Bock. Ne? Der hat einfach keinen Bock gehabt. Naja, jedenfalls hat er dann, irgendwann kam dann unsere Bestellung an, da waren ja noch ein paar andere Leute dabei und die Bestellung komplett durcheinander gebracht, also ich glaube bei nur einem hat er es geschafft, das hinzustellen, was er so wirklich bestellt hat. Das war wirklich sehr interessant, also hat den Teller nochmal runtergestellt, aber das lag glaube ich auch daran, weil zwei das gleiche bestellt haben, da war die Chance einfach größer von sechs Mann bei, sagen wir mal, fünf unterschiedlichen Gerichten, die dann bestellt wurden. Ja genau, sechs Mann, fünf unterschiedliche Gerichte hatten wir. Dass man da, wenn man zweimal das gleiche hat, dass man da vielleicht, ist die Chance halt doppelt so, dass man einen richtigen trifft, ne? Na gut, okay. Also verbuchen wir das mal darunter, dass es Absicht war und kein Zufall. Von daher, ja. Fand ich ganz nett erstmal so. Und dann kam er halt eben auch zu mir und stellte mir meinen ersten Burger hin, ohne Pommes, alles super. Stellte mir einen zweiten Burger hin und mit Pommes. Und bei der Bestellung hat er schon dreimal gefragt, wirklich ohne Pommes? Ich sag, ja, die Pommes können Sie behalten, die schmecken mir nicht. Also das habe ich... Muss ich zugeben, zu meiner eigenen Schande. Das habe ich wirklich so direkt dann gesagt, weil das mir so ziemlich auf den Zeiger ging, dass er mich 20 Mal gefragt hat, ob ich wirklich keine Pommes haben will. Und dann bringt er mir nur wirklich Pommes. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte aber gar keine Pommes. Die Pommes können Sie wieder mitnehmen, die brauche ich nicht. Ja, nee, ach, die gehen auf Kosten des Hauses. Ich sage, ja, aber, was? Ich will sie nicht. Naja, gut, okay. Ich sage, die können Sie jetzt hier jemand, stellen Sie jemand anders hin. Dann machen Sie das. Nehmen Sie wieder hoch. Ich will sie nicht, sind zurückgegeben. Und Sie stellen sie jetzt hier jemand anders hin. Das ist mir egal. Der kann hier essen. Naja. Also stand bei mir dann nachher die Pommes, er hat sie nicht hochgenommen, stand bei mir. Mein Kollegen habe ich gesagt, hier oder so, und die waren aber auch alle satt und hatten genug Essen und so, wurde auch nichts von den Pommes. Hat er nicht hingekriegt. Fragt mich dreimal, ob ich keine Pommes haben will, ich sage ihm offen und ehrlich, dass mir die Pommes von ihm nicht schmecken. Und er bringt mir trotzdem welche, also er wollte mich überzeugen, dass sie wirklich schmecken. Musste sagen, nee. Also. Ich habe dann brav meine zwei Burgerchen gegessen, obwohl ich von dem einen habe ich auch die Hälfte noch übergelassen, weil mir dann irgendwie über die Zeit... Kennt ihr das, wenn ihr in ein Restaurant geht, ihr habt richtig Hunger und dann sitzt ihr da so lange, dass euch der Hunger vergeht? Ah. Wollt richtig schön lecker Burger essen und dann habt ihr keinen Appetit mehr da drauf, weil ihr dann so denkt so, ach jetzt so Möhrensalat würde auch schon reichen, ne? Guten Möhrensalat, nein, auf die Idee würde ich nie kommen, dass ich sagen würde, Möhrensalat würde reichen. Das klingt nicht nach mir. Wirklich nicht. Aber wie gesagt, das ist dann. Also es war echt, das war anstrengend. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann raus, ne? Bei solchen Aktionen. Ich bin auch immer ehrlich, denn was ich denn sage. Also ich sag denen auch wirklich so, nee, komm, kannst du behalten, schmeckt mir nicht. Naja. Gut, alles klar. Aber wir sind hier fleißig dabei, den Rover weiter zusammenzubauen. Wir haben jetzt zumindest schon mal einen Großteil geschafft. Auf der einen Seite hat er schon mal alle Räder wieder und hier vorne den Greifarm bzw. den Arm mit den Spektrometern und den ganzen anderen wunderschönen Bauteilen und Teilen, die man zur Analyse einer Bodenprobe braucht, haben wir alles schon mal wieder zusammengebaut. Wir werden in der nächsten Folge den Rest hier zusammenbauen, auch hier drinnen, denn die ganzen Platinenkisten und alles wieder ansetzen, die ganzen Sachen bauen und dann machen wir noch einmal hier unser Minispiel und dann denke ich mal, war es das erstmal für dieses Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal wieder. Bis denn. Tschüss.